Der Einsatz der Matrixfunktionen W-Verweis und S-Verweis, der ist auch in Fallbeispielen beschrieben. Ich habe das hier für den W-Verweis mal kopiert, ebenso weiter unten für den S-Verweis. Aber diese Beispiele, die sind recht abstrakt und der Nutzen, den man durch diese Funktionen hat, der wird gar nicht so richtig herausgearbeitet. Deshalb habe ich hier ein eigenes Beispiel angefügt. Da habe ich hier in einer Matrix, die habe ich bewusst nicht in der Spalte A angefangen, sondern in der Spalte C, da habe ich hier für verschiedene Bundesländer Deutschlands und Österreichs Daten erfasst. Und da steht neben dem Bundesland stehen ein paar Spezifikationen, welche Partei stellt den Regierungschef oder die Landeshauptstadt oder die Bevölkerung oder der 2004 noch aktive Regierungschef, die stehen dort. Und aus dieser Matrix will ich Daten abgreifen, dadurch, dass ich eines dieser Länder eingebe und dann wird automatisch, je nachdem, wie viele Spalten versetzt werden sollen, eine dieser Informationen daneben in einer Zelle erscheinen. Und das kann man natürlich gleichartig machen, wenn man statt der Bundesländer beispielsweise eindeutige Merkmale eingibt, seien es nun Produktnummern oder Personalnummern, Artikelnummern. Und das will ich hier zeigen. Hier ist also ein Land angegeben, Tirol in diesem Fall, weil es eben schön kurz ist. Aber wenn ich da Sachsen hinschreibe, dann sehen wir gleich in den Spalten daneben, so wie ich die Eingabetaste drücke, wird abgeleitet, woher, wer stellt den Regierungschef, wie er heißt, Landeshauptstadt und so weiter. Das heißt also, wenn ich hier etwas eingebe, dann habe ich schon die S-Verweisfunktion hier neben stehen und da wird, wenn ich da reinklicke, nochmal durch die Farben gezeigt, woher kommt das Suchkriterium, also das steht direkt davor. Das Grüne, das ist die Matrix, das ist hier die eben kurz erklärte Tabelle mit den Bundesländern. Dann steht hier in diesem violetten Farbton, da steht, welche Spalte genommen wird. Hier steht jetzt die Spalte 3, das ist das Länderkennzeichen. Und danach steht da noch falsch. Das heißt, falsch ist es, wenn der Name nicht genau geschrieben wurde, dann wird nicht der nächstpassende genommen, sondern dann gibt es eine Fehlermeldung. Wenn ich das Wort falsch weglasse, dann wird anders verfahren, dann wird also das nächstpassende genommen. Das macht manchmal Sinn, wenn man Werte aus Tabellen nimmt und dazwischen liegende Werte sollen interpoliert werden oder der nächstbeste Wert soll dann abgelesen werden. Aber hier soll genaue Übereinstimmung vorliegen, deshalb ist dieser Eintrag falsch zwingend erforderlich, damit da also sinnvolle Werte abgelesen werden. Wenn ich hier, um das nochmal zu zeigen, diese drei hier oben, das ist also die dritte Spalte, also wo jetzt das Länderkennzeichen steht, also Spalte E, die da entnommen wird und wenn ich da jetzt eine 10 hinschreibe, dann wird da sofort unter dieser 10 werden die Regierungschefs dann eingesetzt, weil ich ja jetzt hier die Spalte J, also die 10. Spalte in dieser Matrix ablese. Entschuldigung, habe mich versprochen. Daneben steht noch eine weitere Spalte. J, das ist die Spalte L. Da stehen also die Regierungschefs und die werden da eingesetzt. Und wenn ich da wieder die 3 einsetze, dann wird das Länderkennzeichen sofort entnommen. Wichtig bei dieser Aktion ist eben auch, dass man, wenn man diese Formel kopieren will, dass ich die absoluten und die relativen Zelladressen korrekt setze. Wir sehen hier die Matrix. Da kommen ja die Daten immer aus dem gleichen Bereich. Das ist also nur mit absoluten Zelladressen richtig, wenn ich die Formel kopiere. Aber hier, da muss ich darauf achten, dass immer aus der Spalte A das Suchkriterium gewählt wird. Aber wenn ich das nach unten kopiere für weitere Länder, dann soll natürlich die Zeilennummer angepasst werden. Ähnlich ist es mit dem Spaltenindex. Der soll immer aus der feststehenden Zeile, in diesem Fall 59, entnommen werden. Und da soll dann immer das, was da in der gleichen Spalte steht, das soll dann oben abgelesen werden. Und wenn ich das rechts rüber kopiere, dann muss natürlich ein anderer Spaltenbuchstabe da stehen. Wenn ich das also so mache, dann kann ich diese Formel einmal schreiben und kann sie dann nach unten kopieren und auch nach rechts. Und da sehen wir, da hat sich jetzt gar nichts getan.
weil es hat sich ja auch an den Argumenten hier vorne nichts geändert. Der W-Verweis, der funktioniert völlig gleichartig mit dem Unterschied, dass die Tabelle, wo die Daten entnommen werden, eben transponiert ist. Das heißt, aus Zeilen werden Spalten oder Spalten Zeilen. Das sehen wir ja hier. Hier steht also in der Zeile 65, da stehen die Bundesländer, die ja eben in einer Spalte standen. Und entsprechend stehen auch in anderen Zeilen die Regierungschefs oder die Landeshauptstadt. Mit Hilfe von Transponieren könnte ich natürlich jederzeit so eine Tabelle überführen, sodass ich sie auch für den S-Verweis nehmen kann. Aber das Transponieren, das kennen nicht alle Teilnehmer des Kurses. Jedenfalls war bisher meine Erfahrung so. Und wenn ich dann diese Daten hier mal kopiere mit der rechten Maustaste und gehe dann auf eine leere Tabelle und setze das dort ein, aber nicht simpel mit Einfügen, sondern mit Inhalte einfügen und wähle dort Transponieren, dann sehen wir, dass hier die Daten eben jetzt untereinander stehen, wie das eben bei der S-Verweistabelle auch die Voraussetzung war. W-Verweis und S-Verweis sind also gleichartig in ihrer Funktionalität, nur dass eben die Daten einen anderen Aufbau haben. Sie sind transponiert, wenn man die miteinander vergleicht. Ich gehe jetzt wieder in die Tabelle und da sehen wir natürlich bei dem W-Verweis, das ist gleichartig. Vorne steht das eindeutige Merkmal, also in diesem Fall das Bundesland. Dann kommen hier in dem grünen Bereich kommt die Matrix mit den Daten und hier welche, in diesem Fall welche Spalte zu nehmen ist. Und das Falsch, das steht hier auch, weil es soll nur genaue Übereinstimmung geprüft werden. Also abgesehen von dem W, was als erstes steht, ist das von der Benutzung her eben vergleichbar.